Hallo zusammen, wir sind die Vertreter der drei größten Sportvereine in Stuttgart-Weilendorf, TSV Weilendorf, SG Weilendorf und BBC Stuttgart. Wir stehen hier neben dem Walz-Areal. Das Gelände soll mit eurer Hilfe neu gestaltet werden. Ja, wir als Weilendorfer Sportvereine haben schon längere Zeit größere Kapazitätsprobleme. Wir brauchen einfach mehr Hallen und können dann auch der Bevölkerung viel mehr Gesundheitsangebote bieten. Aber nicht nur wir, sondern auch die Schulen, die haben auch Probleme. Wir haben hier drei große Schulen und durch den Unterricht, der jetzt auch nachmittags stattfindet, brauchen wir einfach mehr Hallenzeiten. Deswegen haben wir gemeinsam uns zusammengesetzt und ein Konzept erarbeitet, das alles eigentlich aufnimmt, was man in Weilendorf braucht, nicht nur Sachen vom Sport, nämlich, ja, diese Tafel könnt ihr sehen, den Sportcampus Weilendorf mit allen Wünschen, die man haben kann, vom Bürgerhaus über natürlich eine neue Halle, über dann auch Laufbahnen für Leichtathletik oder Räumlichkeiten für unsere ganzen nicht ballorientierten Sportarten. Und natürlich auch für alle Menschen, die einfach ihre Freizeit hier verbringen wollen. Daher bitten wir euch, kommt hier vorbei, guckt euch das Walz-Areal an und teilt unser Konzept mit eurer Familie, euren Freunden, euren Sportkameraden und Arbeitskollegen. Geht auf unsere Homepage sportcampus-weilendorf.de. Schaut euch das an, gebt uns Anregungen und stellt Fragen. Wir können das auch gerne per Mail machen. Wie gesagt, wir brauchen eure Unterstützung und deswegen beteiligt euch bitte bei der Online-Umfrage der Stadt Stuttgart. Und wie kommt ihr dorthin? Entweder auf den Homepagen der jeweiligen Vereine gucken oder auf unserer Sonderhomepage, die wir dafür extra gestaltet haben, nämlich sportcampuswalendorf.de. Oder aber ihr kommt hier vorbei und nehmt dort unten einfach diesen QR-Code ab mit eurem Handy und macht es direkt hier vor Ort. Aber wirklich, macht mit, beteiligt euch, denn es geht nicht nur um den Sport in Weilendorf, sondern um die Entwicklung in ganz Weilendorf.